Kapitel 4: Die Reise nach Azuria City und darüber hinaus. Kaum hatte Ash den bedrohlichen Mondberg betreten, fand er sich in einer großen Höhle wieder. Er wurde von einem Level 6 Zubat begrüßt, das wild über seinem Kopf herumflog. Mit Picos Donnerschock war das Zubat schnell geschwächt und Ash konnte dieses Pokémon zu seiner Sammlung hinzufügen. Etwas weiter las Ash ein Holzschild mit der Warnung: Vorsicht, Zubats sind Blutsauger. Eine junge Trainerin namens Göre stand neben dem Schild und wartete auf ihre Freunde. Sie forderte Ash mit ihrem Level 14 Pipi heraus, aber Charmer konnte Göres Pokémon mit Kratzer und Blutattacken leicht schlagen. Mit einem weiteren Sieg im Gepäck machte sich Ash an die Erforschung des Mondbergs. Als Ash die erste Treppe in der dunklen Höhle hinabgewandert war, folgte er der unterirdischen Passage zur nächsten Treppe. Er fand sich im zweiten Kellergeschoss wieder. Ein Mitglied von Team Rocket in einer schwarzen Teamuniform war in der Ecke stationiert. Ash wusste alles über Team Rocket, einer Gangsterorganisation, die ihre Pokémon zum Bösen verwendete. Das Ziel von Team Rocket war die Eroberung der Welt. Der Gangster forderte Ash zu einer Schlacht auf, indem er erst ein Level 11 Sandan, dann ein Level 11 Radfratz und schließlich ein Level 11 Zubat hervorzog. Ash ließ einige seiner schwächeren Pokémon jeweils einen Angriff durchführen und setzte dann Charmer ein, um den Pokémon des bösen Trainers ein Ende zu bereiten. Der Team Rocket Trainer war Niederlagen nicht gewohnt. »Ich hab's vergeigt«, rief der Gangster. Ash hingegen konnte sehen, wie aus seinem Raupi ein Level 7 Safcon wurde. Ash setzte seinen Weg fort und fand einen KP Plus. Er wendete ihn bei seinem Pikachu an, um dessen KP-Meter einen Punkt höher zu treiben. Ohne Warnung erschien ein wildes Level 9 Kleinstein. Ash wollte seine Sammlung durch dieses Pokémon des Gesteintyps erweitern, also schwächte er es mit 3 von Charmers Kratzern, bevor er einen leeren Pokéball auf das Wesen schleuderte. Ash ging auf der eigenen Fährte zurück zu der Treppe, die er vom ersten Stock vom Mondberg aus genommen hatte. Dann ging er auf die Suche nach der nächsten Treppe, um ihr zu folgen. Auf seinem Weg begegnete er vielen wilden Pokémon und stieß wieder auf Göre. »Wow, hätte nicht gedacht, dass es hier so groß ist«, staunte Göre. Sie war aufgeregt, denn sie hatte einige neue Pokémon gefangen und wartete gespannt darauf, sie in der Schlacht zu erproben. Sie forderte Ash mit einem Level 11 Myrapla und einem Level 11 Clefensa heraus. Charmer, nun auf Level 19, fiel es nicht schwer, Göres neue Pokémon mit einer Blutattacke auf Myrapla und 2 Kratzangriffen auf Clefensa zu schlagen. Ash verließ Göre und wagte sich tief ins Innere des Mondbergs. Er fand die nächste Treppe, nach der er gesucht hatte. Kurz darauf begegnete er einem weiteren Team Rocket-Mitglied. In der Nähe lag etwas auf dem Boden, das wie ein Pokéball aussah. »Wir müssen hier einen dicken Job erledigen. Verzieh dich, Junge!« schrie das Team Rocket-Mitglied, das über Ashs Eindringen wenig erfreut war. »Los, Charmer!« rief Ash, der das Level 12 Retter des Gangsters mit ein wenig Mühe abwehrte. Schließlich konnte Ash den Pokéball von der Erde aufheben, als das schlangenähnliche Rettern aus dem Weg war. Es war eine TM1, mit dem Ash Pico die Mega-Hieb-Attacke beibringen konnte. Weil Pokémon nur 4 Kampfzüge gleichzeitig beherrschen konnten, ließ Ash sein Pikachu den Heuler vergessen, um den wirksameren Mega-Hieb zu lernen. Ash fand Äther auf dem Boden, der in der Nähe eines großen Felsen in derselben Höhle versteckt war. Damit konnte Ash seinen Angriffszug oder eine spezielle Fähigkeit eines seiner Pokémon um 10 AP aufstocken. Wenige Minuten später kam Ash bei einer anderen Treppe an dem Mondberg vorbei, an einem Mondstein vorbei, der auf der Erde lag. Er nahm ihn mit. Einige Pokémon-Arten konnten sich sofort weiterentwickeln, wenn ein Pokémon-Trainer einen Mondstein hatte. Nach dem Fang eines wilden Paras setzte Ash seinen Zug durch das Höhlenlabyrinth fort. Ash kletterte zurück über die Leiter in den ersten Stock des Mondbergs. Dort traf er einen Trainer namens Teenager, der in schneller Folge 3 Pokémon ins Rennen warf, ohne dass es ihm etwas nützte. »Verlierer stinken«, wetterte Teenager voller Ekel. In Sichtweite der nächsten Treppe begegnete Ash Wanderer, einem recht großen Mann, der seine 2 Level 10 Kleinsteins und ein Level 10 Onix gegen Ash testete. Nach dem Sieg über Wanderer erreichte Charmer Level 21. Ein wenig näher an der Treppe bemerkte Ash ein wildes Pipi, das er mit Kleinsteins Tackle schwächen konnte, um es dann in seiner Sammlung hinzuzufügen. Mit Pipi in der Sammlung schnappte sich Ash den nahen Mondstein und krabbelte die Treppe hinunter. Ein Tunnel brachte ihn zu einer weiteren Treppe, die ihn ins zweite Kellergeschoss entließ. Hier begegnete Ash einem weiteren Mitglied von Team Rocket, das Gebiet zu bewachen schien.
Kleine Kinder sollten Erwachsene nicht stören, spottete der Gangster, bevor er sein einziges Pokémon, ein Level 16 Radikal, herauszog. Als Ashs Pokémon Radikal besiegt hatte, durfte er passieren. Ash folgte dem Pfad und ging den Angriffen wilder Pokémon aus dem Weg. Ash wusste, dass seine Pokémon stark bleiben mussten, wenn er die übrigen, sich im Mondberg versteckten Mitglieder von Team Rocket überwinden wollte. Schon bald erspähte Ash ein weiteres Mitglied von Team Rocket. Dieses lungerte an einer Öffnung herum, die Ash passieren musste. Der Gangster sagte, Team Rocket wird die Fossilien finden, wiederbeleben und für Geld verkaufen. Darauf war Team Rocket also aus. Ash wusste, dass er alles tun musste, um sie zu stoppen. Zunächst einmal konnte er das Team Rocket-Mitglied schlagen, das ihm die diabolischen Pläne seiner Organisation enthüllt hatte. Ohne Umstände schnappte sich der Gangster eine seiner Pokebälle. Der öffnete sich und brachte ein Level 13 Rapfratz zum Vorschein. Ash befahl Charmer rasch den Einsatz einer Glutattacke, aber diese Attacke hatte keine AP mehr. Um kein Risiko einzugehen, griff Ash in sein Inventar, um Charmers Glut mit Äther ein wenig aufzufrischen. Nach einer ausgedehnten Schlacht, in der Ash all seine Pokémon einsetzen musste, konnte er dieses Team Rocket-Mitglied schlagen. Er wurde sofort von einem weiteren Mitglied der kriminellen Gruppe begrüßt, das direkt neben zwei Pokémon-Fossilien stand. »Hey, halt!« rief der Gangster, der Streber hieß. »Ich habe die Fossilien gefunden, sie gehören beide mir!« Ash war nicht gewillt, diese alten Pokémon-Fossilien von Team Rocket stehlen zu lassen. Das Level 12 Slimer von Streber startete seine Angriffsattacke und Ash verließ sich auf Charmer. Eine Megaschlacht entbrannte. Beide Trainer waren ähnlich stark, aber durch einige geschickte Pokémon-Wechsel konnte Ash seine Pokémon stark halten und gleichzeitig alle Pokémon von Streber schwächen. »Okay, ich teile«, entschied Streber. »Wir nehmen beide eines.« Ash wusste, dass er keine Wahl hatte und stimmte zu, nur ein Fossil zu nehmen. Er schnappte sich das Domfossil und stürmte wild davon. Nachdem er die nächste Treppe genommen hatte, konnte sich Ash im Sonnenlicht baden. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Bei seiner Erforschung im Mondberg hatte Ash zwei Tränke, ein Sonderbonbon, ein Fluchtseil, zwei Mondsteine, eine TM1, eine KP+ und eine TM12 gefunden, mit der sich bestimmten Pokémon-Typen der Aquaknarrenangriff beibringen ließ. Direkt voraus stand ein Holzschild mit der Aufschrift Route 4, Mondberg, Azuria City. Ash folgte dem Pfad genau und achtete sorgfältig darauf, Umwege zu vermeiden. Die Reise über die Route 4 war sehr kurz. Am Wegrand fand Ash ein Pokéball mit einer TM04, mit deren Hilfe er seinem Pokémon die Wirbelwindattacke beibringen konnte. Er wollte diese TM aufbewahren und später benutzen. Jetzt wollte er nur noch nach Azuria City. Binnen kürzester Zeit befand sich Ash am Eingang zur Stadt. Er ging direkt zum Pokémon Center, das in der Nähe des Handelspost lag, um seine Pokémon zu kurieren. Dann untersuchte er die Pokémon in seiner Sammlung. Zurzeit besaß er Charmer, Level 22, Pico, Level 6, Safcon, Level 6. Aha. Man betone Safcon, Level 6. War gerade nochmal im letzten Kapitel, war es Level 7, aber gut. Kleinstein, Level 9, Radfratz, Level 5 und Raupi, Level 4. Sein Pokédex sagte Ash, dass er bereits 26 verschiedene Pokémon-Arten begegnet war und 9 in seiner Sammlung hatte. Ash schlenderte zum Computer in der Ecke des Pokémon-Centers hinüber und forschte ein wenig. Er konnte Gegenstände seines Inventars speichern, seine Pokémon prüfen und etwas mit dem Namen jemandes PC verwenden. Merkwürdig. Nach seinen Erledigungen im Center strolchte Ash durch Azuria City. Er entdeckte ein Fahrradgeschäft, konnte aber den unglaublich hohen Preis für ein Fahrrad nicht aufbringen. Unerschrocken betrat Ash den Markt und kaufte 5 Tränke, 5 Pokebälle, 2 Gegengifte, einen Aufwecker, 2 Schutze, und einen Paraheiler. Ash achtete sorgfältig darauf, für Notfälle immer etwas Geld in der Tasche zu haben. In Azuria City konnte man nicht viel unternehmen, also nahm Ash seine leeren Pokebälle und ging in die hohen Grasgebiete am Ende der Route 4, um wilde Pokémon zu suchen. Hier stolperte er über ein Level 6 Sandan und benutzte Picos Mega-Hieb, um es zu schwächen und zu fangen. Im selben Gebiet fand Ash ein wildes Level 10 Habitak, das ebenfalls in seiner Sammlung wanderte. Kleiner Einschnitt, jetzt wissen wir, da man da in Azuria City, neben Azuria City, einen Sandan fangen kann, dass dieses Buch hier um die blaue Pokémon-Edition geht. Denn in Rot gibt's da keinen Sandan, soweit ich weiß. Ich glaube, da gibt's nur Rettern. Ja. Ein Schub beendet. Ash kehrte dann nach Azuria City zurück und wandte sich auf der Suche nach ein wenig Action der Arena zu. Schließlich hatte Rocco gesagt, er solle Misty, die Arenaleiterin von Azuria City, finden und herausfordern. Im Inneren der Arena, die einem Swimmingpool glich, wurde Ash von einer
von einer Trainerin namens Schwimmer begrüßt. Von einer Trainerin namens Schwimmer begrüßt. Schon bald erfuhr er, dass sich die Trainer in dieser Arena auf Pokémon vom Wassertyp spezialisiert hatten. Schwimmer forderte Ash heraus, indem sie ihr Level 16 Seeper und kurz darauf ein Level 16 Mushas freigab. Charmers Kratzerattacken bewiesen sich insbesondere gegen diese Pokémon-Arten als nützlich. Nach Schwimmers Niederlage forderte eine andere Studentin von Misty, Pfadfinderin Ash, heraus. »Ich bin besser als du«, schrie sie, als sie ein Level 19 Goldini hervorzerrte. Als Ash Pfadfinderin geschlagen hatte, erregten seine Fähigkeiten Mistys Aufmerksamkeit. »Hey, ein neues Gesicht«, sagte sie. »Trainer, die Profi werden wollen, müssen eine Taktik für Pokémon besitzen. Wie gehst du beim Bekämpfen von Pokémon vor?« Bei Pokémon vom Wassertyp ist meine Taktik die totale Offensive. Ash merkte, dass er noch nicht bereit war, sich Mistys starken Pokémon zu stellen. Er verließ zeitweilig Azuria City und nahm Route 24. Ash sah seinen alten Rivalen Gary an der Brücke zu Route 24 stehen. Yo, du treibst dich immer noch hier herum? Ich hatte großen Erfolg. Ich konnte viele starke, kluge Pokémon fangen. Hier, lass mich sehen, was du gefangen hast, Ash, sagte Gary, der Ash mit einem Level 18 Tauboga, einem Level 15 Abra, einem Level 15 Radfratz und schließlich einem Level 17 Shiggy herausforderte. Ash beantwortete die Herausforderung mit seinem stärksten Pokémon, Charmer. Gary kreischte schließlich: Hey, nimm's leicht, du hast auch schon gewonnen. Hey, weißt du was? Fügte Gary hinzu. Ich bin zu Bill gegangen und konnte ihn dazu bringen, mir sein seltenes Pokémon zu zeigen. Dadurch würden viele Seiten in meine Pokédex eingefügt. Schließlich ist Bill als Pokémaniac weltberühmt. Er hat das Pokémon-Speichersystem für den PC erfunden. Du benutzt doch dieses System und solltest ihm danken. Ich mache mich jetzt besser auf den Weg. Nicht richtig später. Nicht richtig später. Das war also das Geheimnis von jemandes PC im Pokémon Center. Es stellte sich heraus, dass Bill im Küstenhaus am Ende von Route 25 lebte. Gary rannte in Richtung Azuria City davon, während Ash den entgegengesetzten Weg über die nahegelegene Brücke wählte. Auf der Brücke begegnete Ash fünf Pokémon-Trainern, die natürlich alle herausforderten. Das ist die Nuggetbrücke. Schlag uns fünf Trainer und gewinne einen fantastischen Preis. Glaubst du schaffst das? Fragte Käfersammler sein erster Gegner. Als Ash zum zweiten Trainer auf der Brücke kam, hatte Charmer Level 24 erreicht und die Raserei-Attacke gelernt, die Charmers Attacken verstärkte, wenn er nur durch eine Attacke Schäden erlitt. Bevor der Kampf fortgesetzt wurde, entschied sich erst, Charmers Heuler durch Raserei zu ersetzen. Trotz Ashs starker Pokémon waren die Kämpfe auf dieser Brücke mörderisch. Aber Ash konnte alle fünf Trainer besiegen. Sein sagenhafter Preis war ein Nugget, das Ash an einem Markt für 5000 Pokédollar verkaufen konnte. Der Trainer, der Ash den Preis überreichte, entpuppte sich als verkleidetes Team Rocket-Mitglied. Gratuliere! Du hast unsere fünf Wettkampftrainer besiegt. Und du hast gerade einen fantastischen Preis gewonnen. Nebenbei. Willst du Team Rocket beitreten? Wir sind eine Gruppe, die sich dem böswilligen Einsatz von Pokémon verschrieben hat. Willst du beitreten? Ash musste nicht zweimal nachdenken, das Angebot auszuschlagen. Ich rate dir beizutreten, rief das Team Rocket-Mitglied, das rasch die Geduld verlor. Gut, du willst überzeugt werden. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Der Gangster forderte Ash mit einem Level 15 Rattan und einem Level 15 Zubat heraus. Nach recht kurzer Schlacht war Ash siegreich. Mit deinen Fähigkeiten könntest du ein Top-Anführer in Team Rocket werden, sagte der besiegte Gangster, der Ash passieren lassen musste. Nahe dem Ende der Brücke fand Ash eine TM45, mit der er bestimmten Pokémon-Typen beibringen konnte, wie Donnerwelle-Attacke einzusetzen. Ash verließ die Brücke und nahm Route 25 in Richtung Küstenhaus. Auf dieser Route forderte ihn Pokémon-Trainer scheinbar pausenlos zur Schlacht heraus. Ash freute sich, dass alle seine Pokémon-Erfahrungspunkte sammeln konnten. Und sein Safcon entwickelte sich schon bald zu einem Level 11 Smetbo. Ash erreichte schließlich Bills Küstenhaus, das einige sehr große Hightech-Maschinen mit blinkenden Lichtern enthielt. Ein Pokémon kroch auf Ash zu und sagte: Hey du, ich bin ein Pokémon. Nein, doch nicht, nenn mich Bill. Ich bin ein echt trauriger Pokémaniac. Hey, warum so skeptisch? Protestierte Bill. Ich will dich nicht aufziehen. Ich habe ein Experiment vermasselt und wurde mit einem Pokémon kombiniert. Also, wie sieht's aus? Hilfst du mir hier raus? Ash war mehr als froh, dass er den kühnen Bill wieder zurücktransformieren konnte. Wenn ich im Teleporter bin, geh zu meinem PC und starte das Zelltrennungssystem,
wurde er von Bill instruiert. Ash ging zum Computer hinüber, während sich Bill selbst in einen Teleporter einschloss. Als Ash den Zelltrenner auslöste, hörte er ein lautes Summen und dann einen Schlag. Einen Augenblick später trat Bill wieder als Person aus dem Teleporter und bedankte sich bei Ash für dessen Hilfe. Ja, oh, danke, Kumpel, ich schulde dir was, sagte Bill. Oh, vielleicht reicht das. Er gab Ash ein Ticket für die MSN. Das Kreuzschiff MSN liegt in Orania City. Seine Passagiere sind durchweg Trainer. Sie haben mich zu ihrer Party eingeladen, aber ich kann festliche Ereignisse nicht ausstehen. Warum vertrittst du mich nicht? Eine Hochseekreuzfahrt. Ein Blick in die Karte sagte Ash, dass der beste Weg nach Orania City zurück über Azuria City führte. Ash kehrte dorthin zurück und ließ zunächst seine Pokémon im Pokémon Center kurieren. Beim Verlassen von Azuria City sah Ash einen Polizisten vor einem Haus stehen. Als er hörte, dass das Haus von einem Team Rocket-Mitglied ausgeraubt worden war, forschte Ash nach. Er suchte Hinweise im Haus und verließ es dann durch die Hintertür. Im Hinterhof wurde Ash von einem verkleideten Mitglied des Team Rocket angegriffen. Ash kämpfte gegen das Pokémon des Team Rocket-Mitglieds und bekam die TM-28 zurück, die der Gangster gestohlen hatte. Die TM-28 konnte bestimmten Pokémon-Typen die Schaufler-Fähigkeit verleihen. Ash setzte seinen Weg auf Route 5 fort und fand ein kleines Gebäude, das sich als Eingang zu einem Tunnelpfad entpuppte, der Route 5 mit Route 6 verband. Ash erreichte schon bald Orania City, das dicht am Ozean lag. Ashs erster Halt war das Pokémon Center. Dann machte er einen Stadtrundgang, bevor er sich dem Kreuzfahrtschiff zuwandte. Eine Reise an Bord der MSN würde sicherlich aufregend werden.